So Leute, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Battlefield 4 ist angesagt. Ich hoffe, bei euch ist alles klar und... Nice. Okay, wir haben die 25... Wow. Es wird schon gegeiert. Wir fliegen auch leider nur Z11 und ich habe gerade gemerkt, dass wir wieder nur die 25 mm dabei haben. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir den Little Bird hier ausschalten. Beziehungsweise... Na, steigst du aus? Ne, du steigst nicht aus. Okay, dann geht er down. Die geiern hier extrem und alles schießt auf mich. Was ist los? Ich wollte heute endlich mal wieder entspannt ein Ründchen Heli fliegen. Aber immer wenn ich Heli fliege, ich habe eben schon die Vermutung gehabt, weil ich nicht nachgeguckt habe, bevor ich gejoint bin. Und immer wenn ich Heli fliegen möchte, dann resettet sich meine Ausrüstung. Na komm! Fuck! Oh, aus! Fuck! Okay, das überleben wir aber. Komm schon, nicht wechseln. Dankeschön. Oh mein Gott. Ich bin ewig nicht mehr Heli geflogen. Merkt man eventuell. Hier war eben ein Stinger-Typ. Der da. Ist immer noch da. Wenn ich down gehe, tausche ich die 25 mm aus. Hoffe ich. Wenn ich dran denke. Weil eigentlich fliege ich standardgemäß immer mit den Miniguns hier auch auf Hainan Resort. Was ein bisschen blöd ist jetzt. Okay, dafür machen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Infantry-Kills. Aber wir haben halt Schwierigkeiten gegen den anderen Heli. Ich bin jetzt sowieso nicht so mega eingespielt. Weiß nicht, wie sehr ich da denn mit der Minigun was reißen würde. Aber endlich mal wieder Heli. Richtig gechillt, obwohl es jetzt hier gerade schon wieder ein bisschen actiongeladen losging. Aber leider nur jetzt Z11, ne? Ich fliege so ungern Z11, wisst ihr ja. Ah, aber machst du nichts, wie wir so schön sagen. Ne? Da machst du nichts gegen. So, und dann gucken wir mal, da hinten steht die... Der Jet. Ist gerade... Sein Ernst, oh mein Gott. Und der andere Heli. Wollte der mich gerade ernsthaft mit dem RPG abschießen, der im Heli drin war? Fuck. Okay. Das wird hitten. Doch nicht. Schnell um die Ecke. Oh mein Gott. Schnell rum, oh mein Gott. Was geiern die denn so komisch? Vor allem die geiern immer nur so halb, manche. Verstehe ich nicht so recht. So. Okay, da hinten ist ein bisschen Party. So, du mein Freund. Natürlich hätte die was sonst. Oh, ich habe hier irgendeinen Typen drin, der mich hart repariert. Ohne den wäre ich schon down gegangen. Vielen Dank. Oh Gott. Oh Gott! Fuck! Ach man, warum geiern die denn so mega eklig heftig? Ich überlege gerade, ob ich ins andere Team gehen soll, wegen den Little Bird. Der ist ja down, ne? Fliegt ja viel lieber Little Bird. Ist der, ja, der ist down, nice. Okay, warte. Oh, spawnt ihr denn jetzt? Ich bleib... Ah, ich will es jetzt nicht riskieren. Ich kenne das. Immer wenn ich es umstelle, fliege wirklich viel, viel lieber mit den Miniguns. Es ist auch viel, viel sicherer zu fliegen. Aber 100 Pro hätte ich jetzt umgestellt, wäre der Heli gespawnt. Und dann irgendein anderer reingegangen und ich nehme gerade auf und möchte nicht. Vor allem. Er ist rausgesprungen aus dem Dread. Nice, okay. Möchte nicht, dass ich jetzt hier irgendwie ein Heli verpasse, weil dann ist das Video auch deutlich kürzer, weil ich dann die ganze Zeit auf dem Heli warten muss und dann die Gewissheit noch nicht mal da ist, dass ich den Heli auch bekomme. Weil die das irgendwie wieder geändert haben, dass man nicht mehr. Weil meine Strategie war immer. Maustaste und Leertaste gleichzeitig einfach durchdrücken, immer durchdrücken. Dann bin ich zu wirklich 99,9% immer in den Heli gekommen. Und das haben sie wieder geändert, dass man dann einfach irgendwo random auf der Map spawnt. Also am normalen Spawn, wenn man da die ganze Zeit auf dem Heli durchdrückt. Das war am Anfang von Battlefield 4 so. Dann wurde das geändert, dass man, wie gesagt, den Heli so einfach bekommen konnte. Und jetzt haben sie es irgendwie wieder zurückgeändert. Und die Jets wollen mich irgendwie. Die Jets wollen mich, okay. Was ich ein bisschen schade finde, weil es so echt verdammt schwer ist, in Heli zu kommen. Ich habe sonst so gar nichts dagegen. Aber für ein Video ist es halt ein bisschen doof, sage ich mal. Wenn ich da Heli fliegen will und da die ganze Zeit nicht reinkomme. Wie gesagt, deshalb fliege ich jetzt auch einfach mit dem 25 mm anstatt mit der Minigun. Wobei ich so auch viel mehr auf Fahrzeuge gehen könnte mit den Miniguns. Weil ich dann auch anstatt der Wärmesucher noch die Anti-Fahrzeugkanonen mitnehmen könnte. So, da geiert schon wieder einer. Ist schon wieder ein ganz frecher Typ da hinten.
So, dann cappen wir hier mal die Flagge mit. Falls das... Oh, der ist down gegangen. Das Boot ist... Oh, hier sind Gegner. Nee, wir cappen die Flagge nicht. Beziehungsweise wir können sie noch mitnehmen. Aber den Gegner sollten wir... Okay, wir haben die Flagge. Nice. Und dann... Da ist der ZFW. Ich hau einfach mal ICM raus. Ist mir... Ich würde es jetzt nicht riskieren. So, den holen wir uns auch mal. Schön. Da ist auch noch einer, aber auf den scheißen wir mal kurz, beziehungsweise machen so eine kleine Wendung. Ich bleibe jetzt lieber in der Nähe von dieser super Deckungsmöglichkeit hier hinten, weil mein ECM noch nicht aufgeladen ist. Der Sniper. Und hallo. Anderer. Wie spät der umgefallen ist. Anderer Sniper. Schön, okay. Die C-Flagge haben wir jetzt nicht. Ist ein bisschen blöd. Oh, schöner Sturzflug. Nice. Okay. Da ist irgendein LRV-Dings. Da liegen irgendwelche. Wow! Wie viele lagen da bitte? Und was ist das? Das ist das Boot. Fuck, wir müssen weg. Oh, ich bin auf der falschen Seite! Leute, ich bin auf der falschen Seite. Das ist gar nicht meine Seite. Und ich fliege hier die ganze Zeit so rum, als ob ich im ZFW wäre. Weil das ist der andere Spawnpunkt hier. Fuck! Ein Wunder, dass ich nicht down gegangen bin von den Fahrzeugen hier. Ich habe mich schon gewundert, warum da. Also die ganzen Boote und die ganzen LAVs waren. Aber das hier ist mein Spawn. Boah, da bin ich echt risky geflogen unterbewusst. Aber das vertausche ich richtig, richtig häufig auf Heini hier, auf Heinern. Ich will mal jetzt eben mit. Oh fuck, ich höre auf. Oh, die Anti-Air ist down. Die Anti-Air ist down. Nice. Oder? Ist der nur ausgestiegen? So, jetzt holen wir uns mal endlich den Heli. Aber der hat auch irgendwie gar nicht auf mich abgesehen. Und der wird auch repariert. Der wird auch repariert, so. Den werden wir... Oh, ach, ich hab den geholt. Ich dachte, er hat ihn jemand nice mit dem RPG abgeschossen. Oh, aber ich werde jetzt eventuell nice mit dem RPG abgeschossen. Nein, werde ich nicht. Okay. Puh. Puh. Ich bin auch so ein bisschen angespannt, würde ich jetzt nicht sagen. Aber so ein bisschen... Oh, bitte nicht down gehen. Weil ich so lange nicht mehr geflogen bin. Das ist ein bisschen ungewohnt ist gerade, ne? Okay, was will er? Wollte mich, glaube ich, auch abschießen. War auch ein Pionier. Puh, okay, aber läuft doch ganz gut, würde ich mal sagen. Und er möchte mich auch abschießen. Was ist denn da los? Haben die sich alle gegen mich verschworen? Beziehungsweise, sie wollen alle, aber schießen nie. Wir probieren es noch nicht mal. Wo sind denn hier die ganzen Gegner? Sind die... Die sind da drin. Oh, fuck. Das ist ein bisschen risky. So. Holen wir uns auch hier. Halten wir auch noch ein bisschen rauf. Das müssen wir auch gleich eigentlich... Nee, doch, gar nicht. Wir müssen nachladen. Sag jetzt nicht, ich habe zwei Repair-Leute am Start. So, komm schon, geh down. Mit der Minigun ist das Ding in so einem Anflug down immer. So, da ist es down. Aber der Typ ist ausgestiegen, fuck. So, wir haben noch 16 Schuss. Jetzt haben wir noch 5 Schuss. Das ist wieder die... Das ist die Anti-Air. Ich hoffe, meine Leute im Team, die LRV-Leute... 31 Kills haben wir schon, nice. Die LRV-Leute. Weil solange wir die C-Flagge hier nicht haben... haben die Gegner halt immer wieder die Anti-Air und da muss mein Team mit den LRVs gut gegenwirken, sage ich mal. Oh, fast down gegangen. Und ich bin hier schon wieder so, als ob ich im ZFW wäre. Mann, ich habe einfach nicht genug Ammo. Ich hau einfach mal raus und gehe kurz safe. Muss sowieso Ammo aufladen. Da fliege ich mal kurz hier hin. So, die treffen mich. Oh, der andere Heli. Nein, 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 nein. Nein! Warum war es der andere Heli? Warum habe ich es nicht mitbekommen? Nein! Fuck! Da hinten kommt er. Den geier ich einfach mal weg. Voll die Noobie-Runde hier jetzt so für die Standard-Heli-Piloten, die. So, der müsste hier vorne fliegen. So, und der müsste auch was. Ich habe so wenig getroffen, er ist mit viel ausgestiegen. Bringt ihm aber nix. Und dem auch nix. Nice, okay, schon weggeholt. Nee, die steht jetzt da. Ich muss mal gucken. Die sind gerade nicht markiert, die Anti-Air-Minen. Die sind gerade nicht markiert. So, schön weggeholt. Eine kurze Drehung, da sind noch mehr. Na komm. Fuck, wo sind die? Wo sind die? ECM ist draußen, ECM ist draußen. Ich muss weg, ich muss hinter das Haus. Da, die stehen da. Die stehen da am Rand. Die Anti-Air-Minen. Okay, da müssen wir uns mal kurz zurückziehen. Ich hoffe, die sind dann noch markiert, wenn ich da gleich wieder zurückkomme. Okay, bitte.
geht. Ganz schnell. Ausrüstung zerstört. Gut. Das sind wirklich die mich die ganze Zeit angehören. Die Anti-Armin. Ich glaub's nicht. So, der Jeep geht down. Nice, schön. Und die Jets, die crashen hier die ganze Zeit rein. Ich habe das Gefühl, da will mich einer wegcrashen. Bin mir nicht sicher. Ich weiß es nie. Da ist der nächste Jet. Fuck. Hast du das? Hast du das? Irgendjemand, das war, glaube ich, die Anti-Air-Fuck. Ganz gefährliche, was ich hier tue. Ich muss weg. Nein, Anti-Air. Mann, das gibt's doch nicht. Warum sterbe ich denn immer so blöd gerade? Nein! Nein! Erstmal. Er hat hier... Habe ich sie weggerammt? Ist da noch eine? Da ist noch eine. Sie geht nicht down. Moment. Moment, Leute. So. Fuck. Sie ist nicht down gegangen. Die stellen hier wirklich Antiamine auf. Ich glaub's nicht. Also so richtig... Von wegen, wir stellen Antiamine auf. Nicht so, ja, ich stelle mal eine Antiamine auf, sondern... Ich stelle eine Antiamine auf. Das ist so richtig mit Druck dahinter, stellen die auf. Oh mein Gott. Ich fliege ja auch gerade wieder ein bisschen Whisky und die Jets da... Hilfe, gut. Der ist down. Und dann noch der Kollege da. Guck mal, der da irgendwo macht, ich weiß es gerade nicht. Bleib jetzt ja auch erstmal ein bisschen safe hin. Wo ist der hin? Ich krieg auch keinen Hitmarker mehr auf den. Okay. Der Kollege geht down. Hier ist aber irgendwo noch einer. Warum sind die hier so vor unserer Base? Da bin ich's. Und ich habe voll Angst vor diesem Anti-Ermin. Die geiern auch mal so komisch an. Nein. Das Nachladen. So, einmal du. Hier war auch noch irgendwo einer. Ich weiß auch nicht mehr wo. Da stehen schon wieder welche. Die stehen da schon wieder. Okay, ich gehe mal kurz. Ich gehe jetzt auf Nummer sicher. Ich will jetzt nicht nochmal down gehen. Und jetzt echt defensiv fliegen. Alles geiert auf mich. Ich flieg los, Anti-Armin. Ist wahrscheinlich der andere Heli. Und kurz hier. Ja, noch nicht mal hier kann ich die abwehren oder was? Und der Typ steigt schon aus. Was? Ist nicht ernsthaft der andere Heli, oder? Er ist bis hier hingekommen. Will er mich derbe abfacken? Er fuckt mich derbe ab. Er fliegt mir bis in die Base hinterher. Das ist nicht sein Ernst. Wo ist der? Wo ist der Kollege? Ich schieß ihn ab. Wenn ihr mir sagt, wo der ist, ich schieß ihn 100% ab. Aber er ist wahrscheinlich down gegangen. Und natürlich ist da einer drin. Und ich wette, er wartet nicht mehr auf mich. Was? Er lässt mich fliegen? Wow, vielen Dank, Paverei. Paverei. Wie auch immer. Kann deinen Namen nicht richtig aussprechen. Tut mir leid, falls du das Video siehst. Aber vielen Dank, dass du mir den Heli gegeben hast. Vielen, vielen Dank. Das ist nicht selbstverständlich. Wirklich vielen, vielen Dank. Warte. Okay, muss schreiben. So, das ist doch mal schön. Das ist doch mal schön. Was? Und das ist nicht schön. Das ist nicht schön, mein Freund. Idiot. Das ist nicht schön, den Heli mit C4 zerstören. Das hätte ich höchstens von Niayo oder wie der heißt erwartet, aber nicht von dem Typ. That's funny. Nein, das ist nicht funny. Dann machen wir noch ein bisschen Jet hier. Aber die Runde ist vorbei. Ey, das war mal der Höhepunkt. Irgendein Idiot, der bei mir spawnt und den Heli zerstört. Das ist der Höhepunkt. Ja, Leute. Aber vielen Dank an Paverei. Bitte? Ja, so ähnlich, ne? Tut mir leid, wie gesagt, aber... Ja, 52,5 war jetzt nicht das Mega-Kracher-Gameplay hier, aber ich hoffe, euch hat's gefallen, ja? Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ihr mehr Heli sehen wollt, dann haut auf jeden Fall eine Bewertung raus. Hier, Highest Kill 52 und Highest Kill Streak. Das ist doch mal schön. Das ist doch mal schön. Haut auf jeden Fall eine Bewertung raus für mehr Heli-Gameplays. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns morgen wieder mit Advanced Warfare und Battlefield. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann und tschüss.